Dir gefallen meine Videos? Dann unterstütze mich doch via PayPal mit 1 Euro im Monat über patreon.com/masterjam. Viel Spaß! Lustige Witze in 3, 2, 1, los! Hast du einen Witz? Okay, pass auf. Das ist für euch Menschen auf YouTube wahrscheinlich neu. Ist ein sehr guter Witz. Geht ein Mann über die Straße und zieht eine Schnur hinter sich her. Kommt ein anderer und sagt, naja, Alter, warum ziehst du denn die Schnur hinter dir her? Also, das macht überhaupt keinen Sinn. Sagt er, ey, schieben geht nicht, habe ich schon probiert. Siehst du, du hast sofort gelacht. Du findest es witzig. Sehr rücksichtsvoll vom Badezimmerspiegel, dass er beschlägt, wenn ich aus der Dusche komme. Falls mich einer sucht, ich stehe neben mir. In der Straßenbahn sitzen sich morgens, muss ja leider und nützt ja nichts gegenüber. Und dann fragt man sich, ob Veganer sich auch Koteletten wachsen lassen. Ob man die Arme eines dicken Tintenfisches wohl Spektakel nennt? Oh Mann. Meine Melone Bowl ist etwas ganz Besonderes. Ich nehme meine Melone Bowl ist etwas ganz Besonderes. Ich nehme nämlich immer ganze Früchte. Als Kind wollte ich immer Musik machen. Jetzt bin ich ein Arschgeige, die im Büro sitzt. Ich muss mein Leben in den Griff bekommen. Dieses Wetter macht mir klar, dass ich es in der Hölle nicht aushalten werde. Wenn mir langweilig ist, dann gehe ich in den Zirkus und ziele mit einem Laserpointer auf die Löwendokteure. Meine Freundin wollte, dass ich sie wie eine Königin behandle. Da sie Französin ist, habe ich sie köpfen lassen. Und wie sie wieder alle meckern, wenn ich beim Airsoft das Bajonett anstecke. Wenn man die Klimaanlage mit Solarstrom betreibt, dann schlägt man das Wetter mit seinen eigenen Waffen. Wenn man gewohnheitsmäßig unter der Dusche wächst, ist ein Besuch im Hallenbad eine echte Herausforderung. Die Arche Noah war übrigens das erste Paarship überhaupt. Wenn mir jemand sagt, erzähl mir was, löscht sich augenblicklich mein Gehirn. Es kann kein Zufall sein, dass Politiker mit Po anfängt. Wenn dein Haus einen Briefschlitz hat, dann wohnst du offiziell in einem Briefkasten. Hab mir gestern eine Epileptika in einen Beutel gepackt. Meine ganz eigene Zuckertüte. Türkischer Metzger, Mahmet. Dass Menschen nicht an Gott glauben, ist ja nicht schlimm. Schlimmer finde ich es, dass Gott nicht an die Menschen glaubt. Stell dir vor, du bist ein fröhliches Gänseblümchen und dann findet dich ein verliebter Trottel. Danke Greta, wir haben 14 Grad, du darfst wieder zur Schule gehen, das hat geklappt. Meine Beerdigung wird um 6 Uhr früh stattfinden, nur um alle nochmal richtig abzufacken. Dank meiner Pizza-Flatrate habe ich diese Woche schon 175 Euro gespart. Gaming, der perfekte Name für einen schwulen asiatischen Zocker. Tick und Trick hassen diesen Track. Tick und Track hassen diesen Trick. Like und abonnier, YouTuber. Like und abonnier, YouTuber.